Typhons neuer Kumpel. Missionszeit! Wir haben Typhons Forschungsdaten diesem Heilerbot gegeben, Turn. Aber er ist losgezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Was auch immer das heißen mag. Wenn Maliwan ihn findet, kriegen sie die Daten und kommen uns töten. Geh zu seinem Büro und hol sie zurück. Turn ist eine Gefahr für unser Überleben. Wenn Maliwan diese Daten in die Finger kriegt, finden sie uns. Du musst den Idioten umbringen und seinen Datenkern bergen. Was? Töte ihn nicht! Er ist ein total netter Kerl und kann super zuhören. Er hilft mir sogar, mit dieser Arschkrampe fertig zu werden, die immer für ein mieses Arbeitsklima sorgt. Na ja, wirst du lieber glücklich oder lebendig? Das ist eine komische Frage. Manchmal beides. Lass ihn deine Wut hören. Ich spüre, warum Sparrow und Groose sich geschickt haben. Und ich kann helfen. Aber zuerst, ist dein Bewusstsein zentriert? Und bist du bereit zu wachsen? Immer. Ah, aber ist deine Energie richtig zentriert? Lass mich einen Moment lang deinen Energiefluss beobachten. Schön. Ich spüre, dass du eine stressige Arbeitsumgebung hast. Und dass du das Schicksal des Universums auf deinen Schultern lasten spürst. Interessant. Jetzt sehe ich, dass deine Energie fließt. Zentriere weiter. Das ist närrisch. Ein bisschen mehr nach links. Mach endlich die Tür auf. Na bitte, jetzt bist du richtig zentriert und bereit für die Heilung. Bitte. Betritt mein Heiligtum. Vergiss nicht, das hier ist ein heiliger Raum, wo alle Lebensformen in Harmonie koexistieren können. Wenn du das sagst. Deine erste Diagnosesitzung ist kostenlos. Danach nehme ich eine nominelle Gebühr von $1000 pro kosmische Neuzentrierung. Für den Anfang leg dich bitte auf die Couch. Ich kann das nicht tun. Auch gut. Dein Pfad führt dich dahin, wohin er dich führen muss. Wie dem auch sei, wir machen weiter. Ich möchte, dass du dich kreativ ausdrückst. Das legt die Seele frei. Nutze diese Farbe und tob dich an der Leinwand aus.
alle, was in deinem Herzen ist, im Herzen deiner Seele. Ich verstehe. Deine Kunst verrät mir, dass du dich gefangen fühlst in einem endlosen Kreis aus Gewalt und materiellen Errungenschaften. Interessant. Ich weiß, wie man deinen Kreis durchbricht. Ein prächtiges Geschenk nur für dich. Bitte öffne die Truhe der Ruhe für eine glorreiche Belohnung in Anerkennung deiner harten Arbeit heute. Das hast du gut gemacht. Oh, wie schade. Nicht das, was du erwartet hast. Und was fühlst du dabei? Dass du ein ziemlicher Trottel bist. Ja, ja, du drückst dich aus. Es ist Zeit, deine Behandlung zu starten. Hör aufmerksam zu. Du musst mir komplett vertrauen, damit die Behandlung wirkt. Unter keinen Umständen darfst du zu Gewalt greifen. Vielleicht. Ich will mich glasklar ausdrücken. Wir können den Pfad der Heilung nicht Hand in Hand beschreiten mit einer Barriere zwischen uns. Ich öffne mich dir und du musst dasselbe tun. Erschieß mich nicht. Das kann ich gar nicht genug betonen. Bitte greif nicht zu Gewalt. Es ist zu deinem Besten. Autsch, das tut weh. Ich hätte wissen müssen, dass du nicht bereit bist für die Behandlung. Wenn du dich so aufführst, wirst du nie Harmonie erreichen. Du bist ein schrecklicher Patient. Und wie ist es gelaufen? Hast du die Signalspitze nicht gespürt? Tarn ist tot. So ist es gelaufen. Aber warum das denn? Weil er wirklich nervig ist. Oder? Dass er getötet wurde. Aber wenigstens sind die Daten sicher. Auf Nimmerwiedersehen. Kristalle sind nur für eins gut. Hochpräzise interne Zeiterfassung. Und ein paar sind wirklich hübsch. Warum bist du so gemein, Graus? Es ging hier ums Überleben, Sparrow. Dann fängst du endlich an, die Dinge ernst zu nehmen. Niemals. Welchen Sinn hat das Leben, wenn man alles jederzeit ernst nehmen muss? Du bist hoffnungslos.